Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison hat das DFB-Sportgericht den 1. FC Köln zu einer Geldstrafe verurteilt. Diesmal ging es gleich um 5 teils aufsehenerregende Vorfälle. Insgesamt muss das Bundesliga-Schlusslicht, das sich derzeit im Streit mit einem Teil seiner Anhänger befindet, 50. Null Euro bezahlen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Das DFB-Sportgericht ahndete damit die verunglimpfenden Banner gegen Wittmann-Hopp beim Spiel gegen Hoffenheim im November und den Diebstahl einer Gladbacher Zaunfahne im Derby Mitte Januar. 3 Kölner Anhänger hatten sich für diese Aktion eigens als Ordner verkleidet. Außerdem bestrafte der DFB, dass im Kölner Block beim Spiel in Leverkusen ein Böller, in Mainz mehrmals bengalische Feuer und unlängst in Hamburg 2 pyrotechnische Gegenstände gezündet worden waren. Bereits im Oktober war der FC zu einer Geldstrafe verurteilt worden, damals ging es allerdings nur um einen Pyroklammer-zu-Vorfall und 8.000 Euro.